Was geht, meine Freunde? Wir sind hier zurück bei Dragon Age Inquisition. Ja, genau. Wir hätten in der Story weitermachen können, aber nein, da hatten wir natürlich keine Lust zu, denn wir wollten erstmal unser Pferd. Und wie ihr seht, ist unser Pferd... Oh, war am Arsch der Welt. Nee, doch, hier, genau. Wir wollten dieses Problem dort oben lösen. Mit den Wölfen müssen wir das machen, damit wir hier weiterkommen. Und... Am Meister der Felder, ja. Und genau, und die Wachposten hier, das war hier einer. Schutz der Felder. Ja, Tempel im Westen halt. Und Schutz der Felder. Waren das nur drei Sachen, Schutz der Felder? Was will der denn hier? Ja, anscheinend waren es nur die zwei Sachen und halt das Wolf-Ding. Ja, dann werden wir uns jetzt mal um die Wölfe kümmern. Wir laufen jetzt mal hier entlang. Hier sind wir nämlich noch nicht... hergelaufen selbst. Boah, diese Welt, ne? Jetzt mal ohne Scheiß, wie ich könnte hier stundenlang stehen und nur rumschauen, mich umschauen. Das ist eine Spielewelt. Oh, ein Riss, Leute. Ihr wisst Bescheid. Jetzt geht's auf die Fresse. Los, 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 los. Aber irgendwie gibt's noch keinen Riss dazu. Warum? Warum ist der immun? Warum ist der Sack immun? Geht doch, gib's ihm. Okay, Jimmy, 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 lauf dahin. Was hat der noch, ey? Alter. Sag mal. Chill mal, ey. Warum machen die einen Riss so weit oben, weißt du, wenn die... Das ist so unnötig. Oh. Persönlich finde ich das richtig unnötig, dass ein Riss dann gemacht wird, so weit rum. Aber ich werde mich jetzt eh unsichtbar mal wieder. So. Ich glaube, der ist hinter mir. Yo, der ist definitiv hinter mir. Da müssen wir ein bisschen abseits der Wege gehen und zurück. Was mit dem Vieh da unten? Was mit dem los, ey? Kruppelt sie sich das da selbst weg, oder? Oh, fuck. Trink einen Schluck, Junge. Boah, was geht hier ab? Was geht hier ab jetzt? Was geht denn jetzt ab? Geht denn jetzt? Habt ihr es gesehen? Ey, null Chance gegen die. Das ist genauso wie dieses Feuervieh, dieses Drecksding. Also, heißt für uns großen Bogen um das scheiß Feld da machen. Fucking, Alter. Was ist denn los hier? Ärgerlich. Egal. Wir kommen wieder. Und dann werden wir dich klatschen, du Kackding. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ging's denn hier zu den Wölfen jetzt, wenn wir da hoch geht, das hier geradeaus durch, so. Trotzdem scheiße, ey. Aha, guck mal da hinten an. Sieh mal eine an. Zwei Opfer warten auf uns. Aha. Bäm. Bereit machen, Leute. Die laufen zusammen. Zack. Ja, sauber. Haben wir sie super flankiert. Definitiv sauber flankiert. Sehr schön. Sehr schön. Weiter. Nice. Alle getroffen. Einfach weggebrutzelt, gebratzt und geklatscht. So stelle ich mir ein super Spiel vor. Also ich finde, die können auch mal so ein Dragon Age als Online-Spiel machen, so richtig, so, nicht jetzt so wie jetzt der Online-Modus, sondern so quasi, so wie ein Skyrim oder ein Wildstar oder ein WoW. Boah, das wäre bestimmt auch was. Das wäre bestimmt cool. Ah, sehr schön, da haben wir den Wolf. Ah, gut, klar, der trifft natürlich nichts. Da haben wir einen. Der hat grüne Augen, der sieht ein bisschen verseucht aus, die Kleine. Und meine Fähigkeiten regenerieren sich ziemlich schnell von Abzeit ab. Und zack, Flächenschaden auf alle gemacht. Sauber.
wie immer eine 1. Mittlerweile beherrsche ich ja meinen Charakter wie eine 1. Den möchte ich auch nur spielen. Die anderen brauche ich überhaupt nicht. Das müssen die Wölfe sein, vor denen uns Meister Dennets Frau gewarnt hat. Mhm. Jetzt redet der Kerl auch irgendwie lauter als vorher. Interessant. So, wir haben jetzt die Wölfe besiegt, aber das kann es doch nicht schon gewesen sein, oder? Mal gucken, ist hier hinten was? Nein, aber das ist eine kleine Höhle. Oh. Manchmal verklicke ich mich, ne? Das nervt mich selber. Ah, eine kleine Höhle. Schauen wir mal nach, was drin ist. Diese Höhle könnte der Bau unserer seltsamen Wölfe sein. Aha. Also können hier auch Feinde sein. So, da haben wir es ja schon. Zack, zack, zack. Wolf, weg mit dir. Wo ist noch ein? Ah, da ist der Zauberer vielleicht. Der die so wirre macht. Mache ich mich mal unsichtbar. Ich vertraue dem Bündchen hier nicht. Zack, er ist nächster Nähe. Schöner Schuss, sehr schöner Schuss. Aber warum können die blocken? Das wundert mich jetzt. Hallo? Komisch. Der hat gerade überhaupt nicht reagiert, dabei die Abkühlzeit schon weg war. Wo ist der Dämon? Ich glaube, der fokussiert mich, oder? Ne, doch nicht. Nice. Ist er tot? Nein, ist er noch nicht. Stirb! Du Unkraut! Oh, oh. Onyx. Interessant. So, jetzt muss er aber langsamer sterben. Nun, da der Dämon tot ist, sollte den Bauern keine Gefahr mehr von den Wölfen drohen. Sehr schön. An, die Wölfe sind ebenfalls glücklich darüber, nicht mehr von dem Dämon beherrscht zu werden. Das wissen wir nicht. Das ist reine Spekulation, Leute. Eine richtige Spielerei ist das hier, was ihr hier denkt. Die kommen ja auf Ideen. So. Wir schauen mal, was wir hier noch haben. Vielleicht finden wir hier noch eine kleine Truhe. Oh, cool. Eine neue Blume wieder. So, wir gucken mal. Eine Truhe wäre echt cool, aber natürlich werden wir enttäuscht vom Spiel. Da macht sich das Spiel immer sehr viel Gedanken, wie verarschen wir den Spieler am besten. Und ja, was haben wir hier? Höchstens ein wenig Geld, aber das sieht nach viel Geld aus. Nach genau 99 fucking Gold. Nice. Keine Ahnung, was das hier für Sachen sind, die ich immer hier finde. Aber egal, eine Truhe gab es leider nicht. Aber brauchen wir auch nicht. Wir gehen jetzt dahin zu den Feldern. Ich glaube, die Zeit reicht noch dafür. Ja, 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 die Zeit reicht noch locker. Lauft, meine Lieben, lauft. So. Ach so, wir können ja auch zum Lager direkt zurückspringen. Ich laufe da jetzt hier nicht wie ein Doof hier durch die Gegend. Wir können ja das Lager und dann darunter halt rennen. Reisen, ja. Stimmt. Gut, dass ich es gesagt habe. Ich wäre gerade nicht drauf gekommen. Oh, das ging schnell. Das ging schnell. Ladescreen, davon könnte sich Bill Blackburn mal eine Scheibe abschneiden, ne? So, mal sehen, von wo kamen wir denn hier? War das von hier? Von da? Ne, ich glaube von... Doch, von da. Schnellster Weg nach unten einfach wieder zurückrennen. So. Irgendwo müssen wir da vielleicht müssen wir da irgendwas aufmachen, aufstellen, um das sicher zu machen. Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt sehen. Wir beeilen uns. Wir versuchen das hier, diese Folge auf jeden Fall noch fertig zu bekommen. Oh. Oh, oh, oh. Sollen wir die mal angreifen? Ach, kann man nicht. Das sind... Mensch, wir finden hier ja auch mal normale Mitbürger. Einfach da den Weg weiter runter, okay. Er versteckt sich. Aha, hier hoch. Okay. Was müssen wir hier machen? Ach, einfach nur den Ort kennzeichnen. Zack. Standorte, Wachturmstandorte. Sehr schön. Jetzt noch einen dort unten hin. Und dann haben wir es schon. Und wir können unsere Pferde holen. Und danach geht's ab direkt zu den. Zu der Story wieder. Wo war das jetzt? Ach, da. Boah. Ey, da muss ich wirklich den ganzen Scheißweg zurückrennen. Oh Mann, ey, ich hab das Gefühl, wir müssen auch nochmal kämpfen dann. Da hätte ich aber persönlich gar keinen Lust zu, ne?
Und die Musik macht mir auch schon ein bisschen Sorgen. Hört schon nach Krawall an und wenn ich jetzt sterbe, habe ich auch keine Lust dazu. Ja, dann lassen wir mal. Das ist alles Ballast. Oh, da sind wieder zwei dicke Tanks, ey. Nee. Oh, ich muss da auch noch hin, oder? Nee, warte mal, vielleicht kann ich auch gut und gezielt das umgehen. Ja, da sind die nämlich. Und ich muss hier irgendwo... Oh, nee, ich muss... Da hoch. Zack, von hinten. Da haben wir den direkt schon die halbe... Ja, nice. Leute, Leute, was soll ich ohne euch machen? Krass. Nice Schaden war das. Sehr schön getrimmt. Sehr schön, sehr schöner Schaden, sehr schöner Schaden. Wie immer, sehr schön alles. Da kommt noch einer. Wo ist er? Egal, wir laufen hier hoch, machen das Ding fest und sind wieder weg. Sehr schön. Schließe, bla bla bla, Felder, bla bla, Pferd, bla bla. Oh scheiße, das Ding habe ich jetzt umsonst abgefahren. Zack, boah, guck dich den Schaden an, den ich allein mache. Damit ist einer weg. Was haben wir hier, eine königliche Waffe? Und... Nix da, nicht mit mir, Freundchen. Du denkst auch, du könntest mir irgendwas anhaben. Wenn er mich, ja, greif mich an, ich bin unsichtbar. Oh scheiße, da kommt der Dicke. Oh ja, klar, dass noch ein Dicker kommen muss. Aber den müssten wir auch, obwohl, warte mal, schon mal allein. Ich klaue in der Zeit ein bisschen. So, jetzt machen wir wieder mit. 270 Schaden gerade gemacht, nice. Ich glaube, ich gehe mal auf eine erhöhte Position. So. So, ich bin höher als er, aber er blockt irgendwie alles. Der ist ein Wahnsinnsschild, das brauche ich auch. So. Boah. Nice, okay. Das war's, Leute. Einpacken und go. Jetzt haben wir das fertig. Jetzt können wir nämlich hierhin zurückreisen. Schnell. Haha. Trick 17. So. Und jetzt können wir unsere Pferde holen. Seid ihr bereit? Und ich erst. Und was geil ist, wir kriegen auch noch unsere Schwerter oder irgendwas, ne? Für die Leute jetzt. Kümmert euch um die Wölfe, damit unsere Bauern wieder sicher sind. Die Wölfe sollten jetzt wieder normal sein. Sie werden euch keine Schwierigkeiten mehr machen. Komm, die Äpfel. Das zu hören. Ich werde die Bauern benachrichtigen und meinen Mann wissen lassen, was ihr getan habt. Es mag euch vielleicht unbedeutend erscheinen, aber ihr habt diesem Land Hoffnung gegeben, die es dringend brauchte. Ich danke euch. Kein Problem. Jetzt gehen wir noch zum Schmied. Ich würde gerne mal wissen, was da drin ist, warum wir da nicht rein können. Wenn sich diese Flüchtlinge selbst schützen wollen, brauchen sie auch vernünftige Verteidigungsanlagen. Ich hätte da die eine oder andere Idee. Ihr sagtet, ihr wüsstet eine Möglichkeit, den Flüchtlingen zu helfen. Oh. Ich habe auf der Karte einige gute Standorte markiert. Habe ich gemacht. Wenn dort Wachtürme errichtet, spreche ich mit dem Meister und besorge euren Leuten Waffen. Hä? Lebt wohl. Das habe ich doch gemacht. Egal, ich will jetzt mein Pferd, so. Da geht's zu meinem Pferd. Pferd. Ja. Die Magier und Templer haben sich einen schlechten Ort ausgesucht, um ihre Differenzen zu klären. Pferd. Tada, da ist es. Ja, das brauchen wir alles nicht, denn wir sind Killer im Reiten. Sauber, seht's euch an. Cool. So, jetzt sind wir hier fertig. Mensch, wir haben noch 5 Minuten, das reicht noch gerade für den Haven zurückzugehen. Hoppla, falsche Sache. Weltkarte. Und Haven. So, da ist unser Quest. Ihr seht das Auge. Reisen. Aber ich wollte wenigstens unser Pferdchen haben. Das war wichtig, denn wer weiß, die Welt, ihr seht ja selbst, die Welt ist riesengroß. Und
Ich habe einfach keine Lust, wenn wir da ohne Pferd durchreiten müssen, komplett. Und ich weiß auch nicht, wann wir nochmal ein Reittier bekommen, wenn das nämlich die Aufgaben sind, um eins zu bekommen. Und da man da nicht hingeleitet wird, sondern selbst entscheiden kann, ob man es macht, finde ich das extrem krass. Und finde ich eine super Vielfältigkeit, so von alleine, mach's nicht, ist deine Entscheidung, du musst nicht, du kannst. Finde ich geil. Wenn es noch mehr so Aufgaben und Sachen gibt, würde ich mich extrem freuen. Habt ihr gesehen, gegen den Drachen? Keine Chance. Gegen den Flammenvieh aus dem Riss? Keine Chance. Gegen drei von diesen komischen dünnen Holzdürre-Dingern? Auch keine Chance. So, jetzt werden wir aber nicht da direkt reingehen, denn da wären ja da wäre ja dann die Quest. Ah doch, da müssen wir reingehen wenigstens. Ja. Oh, warte mal, was hat der denn da? Die besten und klügsten in Haven. Ja, schauen wir uns mal an, gerade. Inquisition eine vernünftige Kavallerie ins Feld schicken. Dachte ich mir schon, dass ihr hier vorbeikommt. Ich bin Harold. Und alle hier wissen, wer ihr seid. Wie passt die neue Rüstung? Ich komme damit zurecht. Ziemlich gut. Was eine Rüstung eigentlich? Ist egal. Sie ist robust und warm. Perfekt. Gut. Die Welt hat den Verstand verloren. Normale Rüstungen und Klingen sind gut gegen Banditen, aber wir kämpfen hier nicht gegen Banditen. Meine Ausrüstung hilft euch im Kampf mit Dämonen, Abtrünnigen, was auch immer diese Welt euch entgegenwirft. Ihr braucht also etwas Handgemachtes, etwas Besonderes. Ja, mach mir was. Bringt uns nur das Material, den Rest erledigen wir. Aha. Entwürfe. Falls ich etwas brauche, was habt ihr im Angebot? Wir sollten klein anfangen. Mit etwas, das euch schützt. Cool, wir haben einen Plan bekommen. Auf den Tisch dort, dann reden wir weiter. Ihr werdet Material brauchen. Wir müssten draußen aber alles haben, was ihr wollt. Okay. Könnt ihr mir helfen, meine Waffen und meine Rüstung zu verbessern? Ja, wenn ihr einen neuen Rüstungsteil findet, sagen wir einen Schulterschutz oder Beinschienen, erledigen wir alles Weitere. Ihr könnt cool. Eurem Schwert in der Schlacht nicht einfach einen neuen Griff verpassen. Bringt es her, damit wir ihn fachgerecht ersetzen. Das dachte ich mir schon. Ich würde sagen, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Also, ich sag's immer wieder, ne? Mittelalterzeit, geilste Zeit ever. Jetzt nicht falsch verstehen. Klar war die hart und kacke und so ging sie zu unserer heute, aber ich wäre unglaublich gern Schmied gewesen, so meine eigene Rüstung, mein eigenes Schwert zu machen. Was Geileres kann es nicht geben. Rüstung herstellen. Da, lass uns das mal nach Loch gerade schauen. Geil. Um neue Rüstung oder Waffen herzustellen, benötigst du einen Handwerksplan und genügend Materialien. Der Plan bestimmt das Aussehen. Der Plan bestimmt über das Aussehen und die potenzielle Stärke des hergestellten Gegenstands. Die Materialien für die Übersicht und neuen Gegenstand hinzugefügt werden. Okay. Rüstung 7 Leder. 4 Leder. Das sind die Materialien, die ich dafür brauche. Habe ich nicht auch Schwert? Achso, Speer, Harnisch, okay. Oh, scheiße, jetzt habe ich Handwerk. Es gibt 5 verschiedene Arten von Handwerk. Attribut, Angriff, Verteidigung, Schaden und Rüstung. Der Typ des Feldes entscheidet darüber aus, auf welchem Wert sich das verwendete Material auswirkt. Ein Beispiel. Verwendest du Eisen in einem Verteidigungsfeld, erhältst du einen Bonus auf Verteidigung gegen Nahkampfangriffe. Verwendest du Eisen hingegen auf einem Attributsfeld, erhältst du einen Bonus auf Stärke. Experimentiere dich hier rum. Sehe ich aus wie ein Experimentierer. Ach so. Verteidigung. Ah, Rüstung. Verteidigung. Leder. Wie viel Leder habe ich denn? Ach, weiß keiner. Okay, ich mache einfach mal Verteidigung. Leer. Ah, da brauche ich... Aha. Interessante Sache. Ich will aber ein Schwert herstellen. Da. Sehr schön. Da haben wir doch was Schönes. Erstmal Bogen. Ja. Boah. Was ist das denn? Achso, das Bianca ist... Echt? Klingenlangbogen. Ohne Scheiß, Leute.
Erforderlich 16 Leder, 16 Metall. Leder habe ich. Metall. Hätte ich Eisen. Und nochmal 6 Metall. Hätte ich Eisen. Gegenstand herstellen. Du hast doch falsche Finger schon umbenennen. Nee, brauchen wir nicht. Okay, nice, super. Wir haben unser erstes Teil da. Wir haben ein großes, dickes Schild. Nee. ein abtrünniger Stab. Okay. Keine Axt, aber ein Schwert. Sollen wir es hier machen? Nee, wir lassen das erstmal nur für uns. Ich würde sagen, wir rüsten den nochmal direkt aus. Waffe. Hier. Und ihr seht, der ist schon... Wow. Nice. Guckt euch das Trümmerteil an. Hammer. Ausrüsten. Direkt. Ist auch gelb und nicht irgendwie läppisch oder sowas. Oh, warte mal. Plündern. Schön, dass wir die direkt hier plündern. Nice. Jetzt können wir mal schauen, ob wir die direkt Waffen modifizieren. Wertest du einen Gegenstand auf, ändert sich dessen aus, denn deine Waffen werden auch die... Okay. Lass mich mal gucken. Der Bogen. Der Bogen hier. Ah, der kann das wahrscheinlich auch nicht. Nur Schurke. Ja, ich bin ja Schurke. Glaube ich zumindest. Ja, ich lasse es dich wissen. Aber jetzt weiß ich, wie das wenigstens geht mit dem Harnisch. Mal gucken. Einen Moment. Ich muss gerade gucken, 67 meine Rüstung hat. Oh, okay. Die stellen wir mal her. Den Harnisch. Ja. Okay. Sehr schön. Jetzt hat er auf einmal auch einen Helm an, ne? Nur so hat er keinen Helm an. Verstehe ich gar nicht. Ach so, das ist Kaufen, Verkaufen. Super. Mache ich jetzt gleich mal. Ach, Ressourcen, Langbogen. Cool. So, jetzt aber erstmal kurz die Rüstung aufnehmen. So, sieht das doch alles schon viel edler aus. 15, 7, 16... Ach ja, Stufe 6. Gut. Ah ne, warte. Halt, hier. Accessoires. Ausrüsten, weil da hatten wir noch nichts. Was ist das hier eigentlich für ein Feld? Ja. Hoppla, ausrüsten. Gut. Aufwertung. Oh. So, da gehen wir zurück und wir verkaufen jetzt noch, Achso, verkaufen, so. Verkaufen. Achso, das kann weg. Das behalten wir mal. Ja, das sind Sachen, die wir behalten, obwohl es Seiden sind. Das sind Wertgegenstände. Die lassen wir erstmal. So, das wär's dann, glaube ich, fürs Erste. Wir haben ja jetzt erstmal hier vorne alles schon gemacht. Wir wissen, dass jetzt hier der nette Herr ist. Er ist der Schmied. Und das nächste Mal schauen wir uns dann weiterhin hier im Dorf um. Ich denke, die nächste Folge wird hier in der Stadt viel rum passieren. Und danach wird die nächste Folge dann wieder sein, dass wir dann die Story weiterspielen. Bis dahin weiterspielen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wieder einen Daumen bitte da. Würdet mir helfen und empfehlt mich weiter. Bis dahin, man sieht sich. Haut rein.